Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie an Videos über Elektrotechnik. Dieses Mal sprechen wir über Drehstrom. Letztes Mal haben wir über Wechselstrom gesprochen, jetzt über Drehstrom. Nun, wer glaubt, dass beim Drehstrom sich der Strom dreht, glaubt wahrscheinlich eher, dass der Wirbelstrom einen Lärm macht. Wenn man einen Topf auf einen Induktionsherd stellt, dann hört man den Wirbelstrom, dann macht er tatsächlich einen Lärm. Und beim Drehstrom dreht sich auch etwas, aber was werden wir erst sehen? Der Strom selbst ist es nicht. Was ist also Drehstrom? Drehstrom ist Wechselstrom. Aber ich werde jetzt hier eingehen auf unser normale Stromversorgung, sage ich mal. Drehstrom besteht aus drei verschiedenen Wechselstromsystemen. Zeichnen wir das also auf. Also, wir haben hier ein Wechselstromsystem, eine Wechselstromquelle, Wechselspannungsquelle eigentlich, Generator, dann gibt es hier eine Leitung hat einen gewissen Widerstand, eine Leitung hat auch einen Induktivitätsbelag, deswegen zeichnen die das da ein, dann haben wir irgendwo eine Steckdose, und da hängt ein Verbraucher dran. Und darüber haben wir eben eine Spannung, eine Wechselspannung, U1, die wird hier erzeugt und aufgrund des Verbrauchers rinnt da der Strom I1 durch. Passt. Wenn ich das da einzeichnen will in so ein Zeigerdiagramm, zeichnen die das mal mit einem Lineal ein, machen wir 2,5, machen wir 3 cm. So, zeichnen die mal so ein. Das ist meine Spannung U1. Okay? Und einen gewissen Phasenwinkel dazu habe ich halt meinen Strom I1. Da ist jetzt Induktivität, das heißt, das wird ein bisschen nachreinend sein. Machen wir da 1,5 cm, back, da ist der I1. So kann das ausschauen, das Zeigerdiagramm und dieses Wechselspannungssystem. Jetzt habe ich gesagt, es gibt drei Wechselspannungssysteme. Das zweite Wechselspannungssystem schaut ganz genauso aus. Ich zeichne das da rundherum. Es hat einen Sinn, wir werden das hoffentlich nachher erkennen. Ich zeichne das da außen rundherum. Auch dieses hat irgendwo eine Steckdose. Auch dieses hat eine Stromleitung und auch diese Stromleitung hat einen Widerstand und einen Induktivitätsbelag. Eigentlich haben wir einen Kapazitätsbelag, aber den zeichnen wir jetzt nicht ein. Auch da haben wir eine Last hinten dran. Schön. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Da haben wir die Spannung U2. Darin hat der Strom I2. Gut. Wie schaut das da aus? Genauso. Das ist so genau ein bisschen größer. Das ist ein bisschen größer. Nein, die Spannung U2 ist im Verhältnis zu U1 um 120 Grad nacheilend. Okay? Also, die hat eine Phasenverschiebung von minus 120 Grad. Das ist das, was jetzt unser Drehstromsystem ausmacht. Okay? Also, ich zeichne das da jetzt ein. 120 Grad nachher. Schätzen wir ein bisschen. So. Schon passen. 3 cm haben wir gesagt. Kommen wir da her. Und ich zeichne das halt strichliert ein. Dass wir hier einen Unterschied sehen. Das ist halt mein U2. Okay? Mein U2. Dazwischen haben wir 120 Grad Phasenverschiebung. Ja, jetzt habe ich das ein bisschen eingequietelt. 120 soll das heißen. Gut. Und dann haben wir noch ein drittes Wechselstromsystem. Ja, das zeichnen die auch wieder außen rundherum. Auch das dritte Wechselstromsystem hat irgendwo seine Steckdose,
hat irgendwo diese Stromleitung. Auch das dritte Wechselstromsystem hat in der Stromleitung natürlich einen Widerstand und einen parasitären Induktivitätsbelag. Und dann haben wir da noch die Last der dritten Stromleitung. Okay? Drittes Wechselstromsystem. Sind alle unabhängig im Moment, gell? Alle unabhängig. U3, da haben wir nur ein I3. Passt. Und die 2 habe ich vergessen. Der schaut halt da ebenfalls um 120 Grad versetzt. Und den zeichnen die da 1,5 cm ein. Da ist der I2. Der muss nicht 120 Grad versetzt sein, gell? Es kommt auf die Last drauf an, aufgrund der Induktivitäten, können auch unterschiedliche Phasenwinkel und unterschiedliche Längen sein. Die Spannungen sind auf alle Fälle 120 Grad versetzt. Und auch, nämlich U3 ist um 120 Grad versetzt, nur hinter U2, ja? Das heißt, wir haben, das schaut dann da so aus, wieder geschätzt, ungefähr die 120 Grad, und diesmal zeichnen die Strichpunkte. Da haben wir U3. Auch hier haben wir 120 Grad. Und es bleiben 120 Grad über. Das heißt, wir haben alle 120 Grad eine Spannung. Ja. Und der I3, nun ja gut, der geht halt da irgendwie rüber. Da ist der I3. Zufällig habe ich den da jetzt auf der realen Achse. Gut, also so weit, so gut. Was man üblicherweise macht, ja, ist, dass man diese Retourleitungen hier, die lässt man zusammenfallen auf eine Leitung. Ja. Wenn wir uns das nämlich anschauen, schauen wir uns das an, wenn wir die ganzen Ströme zusammen sind, also wenn der I1 und der I2 und der I3 alle sie da unten einen gemeinsamen Retourleiter teilen, I1 ja, plus I2, plus I3, das kann null werden. Ja? Das kann, muss es nicht. Ja? Wenn nämlich die Belastung nicht symmetrisch ist, sondern das irgendwie anders ist und einer davon länger ist oder vielleicht eine andere Phasenverschiebung hat, dann kommt, aber es kommt nichts, es kommt kein riesen Strom aus. Ja? Obwohl diese drei Ströme praktisch sich summieren, ergibt es in Summe aufgrund der Phasenverschiebung eigentlich kann wesentlich größer, zumindest kann wesentlich größeren Strom wie in den anderen Leitungen. Das heißt, üblicherweise kann man das dann so ausführen, ja, dass wir hier das erste Wechselstromsystem haben. Da haben wir unsere Steckdose des ersten Wechselstromsystems. Da ist nicht viel anders, gell? Und da haben wir unsere Last unseres ersten Wechselstromsystems. Und jetzt habe ich natürlich mein Leitungsbelag, meine Leitungsinduktivität vergessen, fiedel die so dazu, sollte normal nicht so sein. Ja? Und das zweite Wechselstromsystem, das teilt sich jetzt praktisch, das zeichne das ein, die untere Leitung, und da haben wir die Last, ja, die wird da anschlossen. Und das dritte, auch das teilt sich die untere Leitung. Kann so aussehen. Ja? Das da unten hast Neutralleiter. Okay? Und jetzt habe ich da wieder die Ströme, also die Spannungen U1, U2 und U3. Genauso wie hier. Ja? Hier habe ich halt mein I1, hier mein I2. Hier mein I3,
Und da unten Retourin, der IN, und der ist die Summe von I1 plus I2 plus I3. Ne? Und weil eben, wenn durch die Phasenverschiebung und wenn ähnliche Größen sind, dann ist das IN nicht wirklich groß. Das schauen wir sich im nächsten Video am Computer an, wie das wirklich ausschaut. Okay? Es geht sogar so weit, dass man sagt, hey, pass auf, wenn ich so einen Fall habe, wo sich das alles gegenseitig auflöst, ja, wo der Neutralleiterstab eigentlich null ist, warum mache ich dann Draht hin? Ja, dann kann ich den sogar weglassen. Ja, dann habe ich keinen Neutralleiter, sondern habe einfach da die Verbraucher zusammenschalten auf einem Sternpunkt, hast du das da, oder? Ja, das ist der sogenannte Sternpunkt, warum werden wir auch noch sehen. Sternpunkt. Und von da geht gar kein Draht zurück, ja? Sondern das rinnt halt, der Strom, der da einrinnt, rennt praktisch irgendwo wieder retour und das geht sich genau aus mit dieser Phasenverschiebung bei einer symmetrischen Belastung. Das ist also ein Drehstromsystem. Ja? Ein Drehstromsystem hat die Möglichkeit, jetzt habe ich diese Verbraucher hier für jedes einzelne Drehstromsystem praktisch getrennt angeschlossen. Aber wer hindert mich daran, dass ich einen Verbraucher jetzt da dazwischen einschalte, zum Beispiel zwischen U1 und U2, da, Park, hängen eine. Was ist das? Geht das? Ja, natürlich geht das. Warum soll das nicht gehen? Ja? Was spürt der für eine Spannung? Der spürt die Spannung zwischen U1 und U2. Der spürt also die Spannung U1 minus U2. Was ist jetzt minus U2? Schauen wir uns das an. Ja? Das geht da praktisch so hinüber. Ja? Da ist Minus, da ist U2 und dann haben wir da Minus U2. Das ist Minus U2. Ja? Und dann haben wir das da dazu. Ja? U1. Das heißt, mein U1,2 ist nachher diese Spannung hier. Die Spannung, diese große Spannung, spürt dieser Verbraucher. Das ist der U1,2. Das U1,2 finde ich übrigens auch hier. Ja? Kann ich gleich da einzeichnen. Nur parallel verschoben, okay. Also und hier würde man zum Beispiel finden das U3,2 und hier findet man das U3,1. Also wenn ich zwischen den anderen Phasen mich hineinschalte. Wir sehen, wir haben eine wesentlich größere Spannung zwischen den sogenannten, das sind Phasen. Zwischen Phasen und Neutralleiter haben wir eine gewisse Spannung und zwischen zwei Phasen haben wir dann eine viel größere Spannung. Das ist das, was man umgangssprachlich Starkstrom nennt. Gell? 400 Volt Starkstrom, das ist das da. Und das sind 230 Volt Lichtstrom, Schwachstrom, sagt man eigentlich nicht, ja, Lichtstrom. Jetzt haben wir 400 und 230 Volt, das haben wir schon mal gehört, ja. Wir können kurz versuchen auszurechnen, wie groß ist denn da das U1,2? Ja, wenn wir das da sich anschauen, da haben wir ein rechtwinkeliges Dreieck, da haben wir 60 Grad, ja, da haben wir 30 Grad. Ja. Und wenn ich sage jetzt da, das ist die Länge A, das ist die Länge B und das ist C, dann gilt da der Pythagoras, ja, A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. Ja, ja, Rechtwinkel ist Dreieck, ja. Und das B, ja, das B ist C mal Sinus 30 Grad. Sinus von 30 Grad ist 0,5, das heißt, das ist C halbe. Das setze jetzt da oben ein, A Quadrat plus C halbe Quadrat, C Quadrat Viertel, ja, ist gleich C Quadrat. Das bringe ich auf die andere Seite. A Quadrat ist gleich C Quadrat minus ein Viertel sind 3 Viertel C Quadrat. Ja. Haben wir das? Und wie groß ist jetzt da, wenn das da x ist?
Ja? Die Länge x, oder? Das möchte ich ja wissen. X im Verhältnis zu c. X ist gleich 2a, logischerweise. Das ist also, daraus folgt, x² ist gleich 4a². Ja? Das heißt, x² ist gleich 4 mal, und das ist a², 3c² Viertel. Wupp, wupp, das fällt weg. Ja? Daraus folgt, x ist gleich die Wurzel 3 aus c. Faktor Wurzel 3 kommt rein aus den geometrischen Überlegungen. Das bedeutet, dass wenn ich einen gewissen Effektivwert habe, der Phasenspannung, muss ich den mit Wurzel 3 multiplizieren und dann ist es der Effektivwert der Zwischenphasenspannung. Okay. Wurzel 3, ja, das ist dieser geometrische Faktor zwischen den Phasen. Ja. Und das ist Einzelspannung, Phaseneinzelspannung, Phasenneutralleiterspannung und das ist Zwischenphasenspannung, Wurzel 3. Gilt beim dreiphasigen Wechselstrom, weil sonst habe ich ja den Winkel nicht. Ja. Ist auch klar. Gut. Wenn man das angibt, Wechselspannungssystem ohne irgendwelche Angaben ist immer die große Spannungswand. Okay? Ist immer die Spannung zwischen zwei Phasen gemeint. Also wenn du sagst 400 Volt Drehstrom, sind 400 Volt zwischen den Phasen. Fertig. Auch die Außenphasen haben 120 Grad Verschiebung. So, jetzt schaut das da relativ viel aus, aber das nächste Mal will ich mir das am Computer anschauen, wie so ein Zeigerdiagramm dann ausschaut, wenn wir das mit Sinusschwingungen darstellen. Vielleicht hilft das. Ja, also wir werden uns die Zeigerdiagramme im Verhältnis zur Sinusschwingung anschauen. Ich hoffe, das wird noch ein besser. Ja, das Verständnis ein bisschen, was das bedeutet, wenn da die Zeiger so sind und wie dann zum Beispiel so ein Neutralleiterstrom ausschaut, wie sich der zusammensetzt, das werden wir uns auch ansehen. Ja, nächstes Mal. Für dieses Mal reicht's. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.